Ha, jetzt ist die Postfrau gerade vorbeigefahren. Die hat nämlich den Fliesenlack, damit es bei uns auf der Baustelle im Bad weitergeht. Aber egal, erstmal hallo zu einem neuen Video. Und zuallererst möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das Verständnis. Denn im letzten Video habe ich ja so ein bisschen darüber gesprochen, warum wir nicht mehr ganz so dankbar sind für jeden Kommentar, der eingeht. Und Daniel hat mich dann auch gefragt, wie das angekommen ist. Denn er war sich ja auch nicht ganz sicher, ob man da nicht so ein bisschen als undankbar dargestellt wird. Aber alles gut, ihr habt Verständnis, dass das nicht immer ganz einfach ist, mit diesen Kommentaren umzugehen. Und eine Sache, die sich da bei dem Gespräch mit Daniel rausgestellt hat, die ich auch nicht wusste, ist, dass er ja seit ein paar Monaten sehr viel weniger zu sehen ist und auch sehr viel weniger zu sehen ist, wenn er auf der Baustelle tätig ist. Und das liegt daran, und wie gesagt, das wusste ich auch nicht, dass ihn das auch so ein bisschen stört mit den Kommentaren. Ne? Er macht ja vieles hier zum ersten Mal und muss sich ja ausprobieren zwangsläufig und das setzt ihn auf jeden Fall unter Druck, dass er da immer so unter Beobachtung steht und das leider auch mitbekommt, dass viel dann daran auch ja, rumgegängelt wird. Deswegen wird es höchstwahrscheinlich eher dabei bleiben, dass ihr vorher nachher seht, statt den Prozess. Aber ich glaube, auf unserem Kanal macht das nichts, da wir sowieso 90% weibliche Zuschauerschaft haben, ist es, glaube ich, für euch sowieso interessanter. Und ich glaube, die Details drumherum sind, glaube ich, gar nicht so relevant. Daniel ist auch gerade dabei, im hinteren Zimmer weiterzumachen. Da ist nämlich mittlerweile alles ganz gut durchgetrocknet. Heute geht es hier im hinteren Zimmer auch weiter. Daniel hat nochmal Ausgleichsmasse hingegossen. Richtig, richtig flüssig, weil der Boden leider nicht ganz so eben geworden ist, wie wir ihn gebraucht haben. Da hinten liegt auch schon das Klickvinyl. Das wartet auch schon auf seinen Einsatz. Ein bisschen trocknen wollen wir es hier aber noch lassen. Das, was Daniel heute noch machen wird, ist der Übergang vom Mittelzimmer ins hintere Zimmer. Und da wir hier eine kleine leichte Schräge reingießen mussten, wird das Ganze mit Fliesen verlegt statt mit Klickvinyl. Das gleiche hatte er hier vom Flur ins Mittelzimmer gemacht und sieht halt richtig schön ordentlich aus. Hi ihr beiden, nee, ihr sollt hier mal nicht reinkommen. Ah, da ist er ja auch schon mit den anderen Fliesen. Und genau, das ist Aufgabe Nummer 1. Und Nummer 2, mal schauen, ob er es noch schafft, ist dann hier komplett einmal zu weißen. Und während Daniel hinten werkelt, habe ich unsere Maus. Mal gucken, wie gut das hier klappt. Und ich mache einen Werkstatttag. Ich sammle mittlerweile immer ein paar Bestellungen. Sind echt wieder gut welche zusammengekommen. Danke für euren Support. Und mache die dann in einem Rutsch fertig. Die habe ich gestern schon soweit vorbereitet. Und die müssen jetzt noch getakelt werden. Da liegen schon die Takelgarne. Irgendwo hier liegt auch eine Nadel. Die muss ich aber gleich noch suchen. Und dann mache ich das erstmal ready. Aber du kleines Mäuschen, du solltest doch jetzt eigentlich schon deinen Mittagsschlaf machen. Ach, ich glaube, ich werde sie jetzt nochmal auf den Bauch drehen und ihr nochmal gute Nacht wünschen. Ja, denn es macht richtig Spaß mittlerweile, sich auf den Bauch zu drehen und sich dann hier im Gitterbett hinzustellen. Ach, das ist ein richtiges Highlight. Naja, ich weiß noch nicht, ob es klappt. Die anderen beiden schlafen jedenfalls schon. Bruno und Bärbel. Schon ganz müde. Beim Arbeitsschritt jetzt, beim Leinetakeln, mache ich zum Glück nicht so viel Lärm. Das kann ich super nebenbei machen, wenn hier alle schlafen. Sehr praktisch. Eingeschlafen und ich bin auch gut vorangekommen. Die drei Leinen sind schon fertig, die habe ich angefangen und die zwei müssen noch gemacht werden. Aber ich habe erstmal mega Hunger. Ich glaube, ich gehe erstmal zum Mittagessen. Aber erstmal kann ich ja noch das Paket von vorne holen. Da haben wir nämlich mit der Postbotin einen Abstellplatz vereinbart. Nach der Geburt meiner Tochter war das einfach super unpraktisch, wenn sie geklingelt hat von unserem Hauseingang, hier den kompletten Hof da rumzulaufen. Also es war immer viel zu spät da. Und jetzt haben wir einfach einen Platz, da stellt sie es hin.
Und da kann ich es mir dann immer abholen. Und ich denke mal, wir werden das so beibehalten. Das ist einfach mega entspannt so. Drin sollte eigentlich der Fliesenlack sein. Da hatte ich ja doch ein bisschen zu wenig bestellt. Tudum. Na, schauen wir mal, ob das reicht. Ich hatte 15 Quadratmeter ungefähr ausgemessen. Bei uns gibt es heute Resteessen. Gar nicht so ein trauriges Resteessen. Wir haben gestern gegrillt, ist wieder super viel übrig geblieben. Und weil das spontan war, haben wir jetzt keinen Kartoffel- oder Nudelsalat dazu gemacht, sondern einfach Brötchen und ein bisschen Knoblauch-Margarine. Sehr lecker. Müssen wir echt mal öfter machen. Und dazu noch ein bunter Salat und natürlich Gurkensalat. Also unsere Gurken dieses Jahr sind fantastisch. Es gibt zu jedem Gericht Gurkensalat bei uns. Und als Nachtisch gibt es rote Grütze. Ich habe angefangen, jetzt sowas mal selber zu machen und habe mir Weggläser gekauft mit Deckel. Eins, zwei, ich übe schon mal. Bei mehreren Kindern, glaube ich, lohnt sich das, sowas vorzubereiten. So, was ich jetzt aber noch machen werde, denn es ist für heute noch Gewitter angesagt, ist die Wäsche abzuhängen. Oh krass, hört ihr es im Hintergrund? Da rumpelt schon ganz schön laut. Danke übrigens für all eure Tipps bezüglich der Flecken auf dem Body hier. Die meisten haben empfohlen, das Kleidungsstück einfach in die pralle Sonne zu hängen. Das hatte ich tatsächlich schon gemacht. Das hattet ihr mir schon mal irgendwann empfohlen und hat leider nicht komplett geholfen, wie ihr gesehen habt. Also da ist immer noch ein ganz schöner Fleck. Und der zweite Tipp, den ihr mir gegeben habt, ist, das Ganze hier mal eine ganz gute Weile, also ein paar Stunden in Klarspüler einzuweichen, also von der Geschirrspülmaschine. Und das werde ich jetzt nochmal probieren. Und der dritte Tipp, der, wenn gar nichts funktioniert, Tipp ist, das Bündchen hier oben abzutrennen und ein neues anzunähen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich finde diesen Body so süß und der steht meiner Tochter so gut, dass ich das wirklich machen würde. Aber erstmal nochmal das mit dem Klarspüler ausprobieren. Habt ihr euch das denn so vorgestellt, ja? Also ich bin gespannt, ob das wirklich noch was retten kann. Ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr dran. Ich habe schon so viel hiermit veranstaltet. Ich denke mal, ich werde hier nicht drumherum kommen, das abzutrennen. Aber ich versuche es jetzt nochmal. Das Ganze lasse ich jetzt mal ein paar Stunden einwirken und dann kommt es nochmal final in die Waschmaschine. Und dann zeige ich es euch nachher. So weit ist Daniel hier schon gekommen. Cool, oder? Und ihr hört es, glaube ich, der Regen ist jetzt doch bei uns angekommen. Eigentlich sah es so aus, als würde es vorbeiziehen, aber es kommt ordentlich was an. Na, dann sind die Regentonnen hoffentlich gleich wieder voll und wir brauchen zwei Tage nicht gießen. Sehr praktisch. Uiuiui. Unsere Straße ist auch wieder ein reißender Fluss. Oh, da meldet sich jetzt doch mal jemand. 2 Tage sind mittlerweile vergangen. Was wir gestern gemacht haben, das zeige ich euch gleich draußen. Aber erstmal wollte ich euch die fertigen Leinen zeigen. Ich bin auch gerade schon am Verpacken. Und was ganz cool ist, ich habe jetzt zufälligerweise alle Leinen in den verschiedenen Längen da, die ich auch anbiete. Also in 1,50, in 2 Metern und in 2,50 Meter. Und ich wollte euch die unbedingt nochmal angezogen zeigen, weil ganz viele danach fragen. Hier seht ihr die Leine in 1,50 Meter. Die gibt es in der Länge ja schon immer bei uns im Shop und in der Farbe Pflaume. Wie ihr seht, wenn ihr sie hängen lasst und einen halbwegs großen Hund habt, dann schleift sie auch nicht auf dem Boden. Durch die doppelte Handschlaufe könnt ihr den Hund auch irgendwo befestigen und die Leine liegt super in der Hand, weil sie ein gewisses Eigengewicht hat. Ich halte sie immer so. So läuft es sich einfach super entspannt durch die Stadt. Hier seht ihr unsere Leine in 2 Meter Länge und die besitzt in der Mitte noch einen zusätzlichen Ring und dadurch könnt ihr die Leine Crossbody tragen. Diesen Ring könnt ihr über die ganze Länge auch verschieben und so den Umfang individuell einstellen. Das ist übrigens Farbe Bristol und hier seht ihr sie in Eisvogel, nochmal 50 cm länger, in 2,50 Meter mit schwarzer Hardware. Und ihr seht, wenn ihr sie normal tragt, dann ist das schon eine Menge Länge und ihr müsst damit umgehen lernen. Trotzdem ist sie ein Bestseller und je nachdem, mit was ihr besser klarkommt, bestellt ihr euch einfach eine kurze oder eine etwas längere Leine. Und wie ihr seht, könnt ihr sie auch um den Bauch tragen.
Also sowohl die 2 Meter als auch die 2,50 Meter lange Leine. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde sich das, glaube ich, wirklich mal anbieten, nochmal ein eigenständiges Video zu all unseren Produkten zu machen, euch nochmal alles im Detail zu zeigen, weil immer wieder ganz viele Nachfragen kommen und unser letztes Video zu unseren Leinen, also das reine Video, wie lange ist das denn eigentlich jetzt schon her? Oh, crazy. Das Video ist jetzt echt schon über 5 Jahre alt. Nee, also ich glaube, da könnte man nochmal ein Update nachschieben, ne? Und cool, guckt mal, es hat 54.000 Aufrufe. Irgendwie waren die Cover damals auch echt hübsch. Hm? Ach, Jim Bob. Das mal zu updaten ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Schreibe ich mal mit auf meine ellenlange To-Do-Liste, aber schon eher weiter oben. Und genau, ich gehe mal raus und zeige euch, um was wir uns gestern kümmern mussten. Ach, es ist heute wieder heiß. Wir gehen jetzt mal hier ganz hinten in unseren letzten Anbau, der hier steht, aka Rumpelkammer, aka ich will es seit drei Jahren mal aufräumen und ausräumen und die alten Schränke loswerden, Raum. Denn hier hinten sind unsere Ölcontainer. Denn wir haben ja eine Ölheizung und haben das letzte Mal richtig voll getankt und das ist schon echt ewig her und da haben wir 45 Cent pro Liter bezahlt. Wussten damals schon, dass das ziemlich günstig ist und haben alle unsere Kapazitäten ausgenutzt und voll gemacht. So sieht das hier hinten aus. Wir haben hier 2 Tanks. Einer hat ein Fassungsvermögen von 1000 Litern. Ab und zu schreiben wir mal die Füllstände ran, damit wir ungefähr wissen, wie lange es noch reicht, wie viel wir ungefähr verbrauchen. Und ja, ihr sucht den Füllstand hier vergeblich. Denn der ist da unten. Seht ihr es? So viel haben wir noch. Und ich glaube, dieser Füllstand sieht bei ganz vielen im Moment ähnlich aus. Und uns geht es auch so, dass wir uns fragen, wann wir das nächste Mal jetzt tanken und wie viel wir dann tanken. Weil es im Moment einfach, ich habe gestern geguckt, bei 1,42 Euro der Liter liegt, also fast dreimal so viel, als wir beim letzten Mal bezahlt haben. Anfang des Jahres lagen wir noch ungefähr bei 1 Euro. Da hatten wir überlegt, ob wir nachtanken und haben uns dann dagegen entschieden, weil es einfach da schon doppelt so teuer war als beim letzten Mal. Dann ging der Krieg los und seitdem sind die Preise ja durch die Decke gegangen. Wir waren zum Teil über 2 Euro der Liter. Krass. Richtig, richtig krass. Und der Winter kommt jetzt nun mal langsam, also ein bisschen tanken müssen wir. Bei uns läuft die Ölheizung für Warmwasser und für die Heizung. Warmwasser ist gerade noch an, er verbraucht aber super, super wenig. Also da sind wir noch ganz entspannt mit dem Füllstand da unten von so, so viel. Und sobald wir aber im Herbst die Heizung anmachen, wird das leer sein. Also wir müssen bis dahin nachgetankt haben oder wir können keine Heizung anmachen. Ich sehe es echt gar nicht ein, warum ich jetzt an mein Erspartes gehen soll, um es im Haus warm zu haben. Und deswegen überlege ich, ob ich eher nur 750 Liter bestelle, was teuer genug ist. Und dann schauen wir, dass wir nur im Bad die Heizung ein bisschen andrehen und in der Küche, weil dort unsere Öfen nicht hinkommen. Also die Wärme verteilt sich bei uns im Haus nicht so gut und den Rest hauptsächlich mit unseren Öfen heizen. Da steht ja einer bei mir im Arbeitszimmer und einer wird jetzt noch dieses Jahr im Mittelzimmer installiert. Und dafür braucht man ja auch ein bisschen Brennmaterial und das ist ja auch gerade nicht so einfach zu bekommen und darum habe ich mich jetzt die letzten Wochen gekümmert und da kam gestern endlich die erste Lieferung, nämlich 1 Tonne Kohlen. Echt schwierig da im Moment ranzukommen. Ich glaube, ich habe Glück, dass ich überhaupt noch irgendwas bekommen habe und zu einem halbwegs vernünftigen Preis. Da sind die Preise auch durch die Decke gegangen, wie bei allem, was irgendwas mit Heizen zu tun hat. Also Kohle, Holz, Gas, Öl, alles super teuer geworden. Ich habe noch einen ganz guten Preis jetzt für die Tonne Kohlen bekommen und die kam gestern. Um überhaupt was zu bekommen, musste ich ganz viele Brennstoffhändler abtelefonieren. Die meisten haben mich sofort auf Herbst vertröstet, dass ich mich nochmal im Oktober melden soll. Das war mir aber ein bisschen zu heikel, denn wer weiß, bis wohin die Preise da geklettert wären. Zum Teil findet man online für so ein 25-Kilo-Bündel Preise von 50 Euro. Ja, sag mal, geht's noch? Da kann ich das Geld ja direkt in den Ofen schmeißen. Aber meine Mühe hat sich ausgezahlt. Ich habe da noch einen gefunden, ein bisschen weiter entfernt. Aber dann habe ich jetzt einen kleinen Obolus noch für die Lieferung mehr bezahlt. Und die wurde uns gestern dann auf den Hof gekippt. Leider Schüttware. Ich hätte auch am liebsten Bündel gehabt. Aber man nimmt ja im Moment, was man bekommt. Und die haben wir dann gestern hier
eingelagert. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob eine Tonne für uns reicht. Wir haben ja nur 80 Quadratmeter, aber damit kommen wir auf jeden Fall schon mal eine Weile. Um was ich mich gerade auch noch bemühe, ist, dass wir unseren Holzvorrat nochmal aufstocken. Für diesen Winter haben wir auf jeden Fall noch genug. Das ist auch alles schon abgelagert und kann direkt benutzt werden. Aber was ist mit den kommenden Wintern? Und man bekommt aktuell fast nirgends abgelagertes Holz. Das heißt, ich muss Frischholz nehmen und das muss 2 Jahre ablagern. Das ist ein Problem, weil wir dann nächstes Jahr nichts haben. Deswegen, wir sind hier mit unserer Planung, wie es jetzt diesen Winter werden soll, auch nicht weiter. Und ehrlich gesagt, haben wir auch nicht gedacht, dass man sich darüber mal Gedanken machen muss. Keine Ahnung, wie macht ihr das? Seid ihr auch am Struggeln oder habt ihr schon die ultimative Lösung? Oder wohnt ihr in einer Mietwohnung und könnt dagegen gar nicht viel machen? Echt schwierig im Moment, oder? Wir hatten im Frühjahr diesen Jahres zum Beispiel schon ganz früh unsere Ölheizung abgestellt, um noch ein bisschen zu sparen und haben uns ein Pulli mehr angezogen und abends mal eine Decke übergeworfen. Sonst wäre der Tank auf jeden Fall jetzt schon längst leer gewesen. Aber so ein richtiger Zustand ist das ja auch nicht, schon gar nicht mit einem kleinen Kind. Deswegen, ein Glück haben wir die 2 Öfen. Damit kann man schon richtig gut wohlige Temperaturen erzeugen und mit der Kohle dann auch langfristig schöne hohe Temperaturen haben, ohne ständig nachlegen zu müssen. Und dann schauen wir mal, wie wir durch den Winter kommen. Kurzes Update noch zum Body. Den habe ich jetzt nochmal gewaschen. Hat leider nicht ganz so gut funktioniert. Vielleicht wiederhole ich das noch ein paar Mal. Besser geworden ist es aber auf jeden Fall schon. Deswegen danke für eure Tipps und guckt mal, ich habe einen richtig süßen, süßen Teppich gefunden. Denn bald wird ja das hintere Zimmer fertig, dann zieht Daniel dort ein. Das Mittelzimmer wird frei und dort wird dann das Kinderzimmer hinkommen. Und ich habe so einen ähnlichen Teppich, so als Brücke, schon online gesehen für, ich glaube, 80 Euro. Und das war mir dann doch zu teuer, deswegen habe ich den nicht bestellt. Und durch Zufall jetzt ein paar Tage später den hier bei Aldi gesehen für 15 Euro. Und dann gleich mitgenommen, der wird bestimmt richtig toll da drin aussehen. Wir brauchen so dringend endlich ein Kinderzimmer für unsere Maus, denn wir haben hier kein gemeinsames Schlafzimmer. Und dadurch ist das Schlafzimmer meiner Tochter im Moment bei mir im Arbeitszimmer. Und wenn sie schläft, kann ich entsprechend nichts machen. Und das wäre super, wenn sich das ändern würde. Aber es sieht gut aus, dass sich das bald ändert. Finally! Aber dann ist es so, wie ich es gesagt habe, die ersten Monate braucht man wirklich kein eigenes Zimmer für die Babys. Aber ab einem halben Jahr wäre es jetzt doch schon nicht schlecht gewesen. Ich habe mich dann doch nochmal den Bad geöffnet und mich um ein paar Details gekümmert, bevor es ans Lackieren geht. Und dann geht es nächste Woche im Bad weiter. Eine Frage konnte ich in diesem Video jetzt gar nicht beantworten, weil ihr irgendwie nichts zu uns wissen wollt. Schade eigentlich. Deswegen nochmal der Aufruf, wenn ihr ein Thema habt, was euch interessiert oder ihr eine Frage an uns habt, dann unbedingt unten in die Infobox. Eine Sache war, was wir vormittags machen, denn meine Videos fangen ja meistens mittags an. Das stimmt, habt ihr euch eine Morgenroutine gewünscht. Die mache ich euch fertig, hat jetzt nicht mehr in dieses Video gepasst. Und ich freue mich über einen Daumen hoch, abonniert unbedingt den Kanal, 40% haben das immer noch nicht gemacht. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Tschüss!